Hi Leute, hier ist wieder eure Scarlet Orisa zu einem neuen Part von Kingdom Hearts Dream Drop Distance HD. Und zwischen dem letzten Part und diesem habe ich eine kleine Planänderung vorgenommen. Ich habe jetzt sehr viel gefarmt für die Dream Eater. Ich habe flinke Flitzer gespielt und auch jetzt den letzten Cup fertig gemacht und alles. Ich habe Geld gefarmt, dass wir Materialien holen können. Und ich habe mir gedacht, Mensch, Rico kommt jetzt momentan ein bisschen zu kurz. Und was ich jetzt machen möchte, ist Folgendes. Ich möchte einen Teil der Truhentour, man kennt das ja von meinen Let's Plays, ich mache immer gegen Ende, wo es Richtung Finale immer geht, fange ich immer an, die Truhen zu suchen, die mir noch fehlen. Ein paar habe ich jetzt auch offscreen gefunden, die habe ich auch gleich eingesammelt, weil ich nicht wusste, ob da Material drin ist oder nicht. Und da habe ich mir die Freiheit genommen, die rauszusuchen. Mit Rico haben wir jetzt noch 23 Truhen für die bis jetzt besuchten Welten, die wir noch nicht haben. Und ich habe beschlossen, in diesem, vielleicht auch noch im nächsten Part, je nachdem, wie schnell wir die Sachen finden, die ganzen Sachen einmal rauszusuchen. Und parallel möchte ich dann schon mal anfangen, die ganzen Dream Eater, so wie wir es halt schon machen können, wie wir schon die Materialien haben, nebenbei zu leveln. Weil wir dann auch zwischendurch noch ein bisschen Rico dann auch nochmal leveln. Und wenn wir mit Rico fertig sind, machen wir das gleiche auch nochmal mit Sora. Ihr seht auch nochmal, ich habe hier 999 Sturzpunkte gefarmt. Unter anderem auch, damit ich dann noch ein kleines bisschen mehr an Geld komme. Rezepte und so weiter habe ich auch ein kleines bisschen eingekauft. Hier und da habe ich noch einige Sachen gemacht. Und ich habe halt jetzt wirklich meine endgültige Aufstellung an Dream Eatern. Ich werde jetzt einen basteln. Ich hoffe, dass ich das jetzt hinkriege. Ich kann mir allerdings die Rezepte nie merken. Und ja, HP-Höchstwert, das ist doch sehr gut. Ich glaube, wir hatten jetzt, genau, flüchtige Laune, erhabene Laune war das. Ich wollte nämlich einen Pegasmart machen, einen Pegasus. Der ist nicht für Riku, der ist eigentlich für Sora, aber den kann ich am schnellsten basteln. Was ich jetzt auch noch machen möchte, ist, ich möchte den Rang erhöhen und zwar auf Sternrang. Normalerweise gibt es dafür eine Trophäe, wenn man das bei Dream Eatern macht. Aber ich habe schon mal versucht, diesen Part aufzunehmen. Der ist aber leider ein kleines bisschen schief gegangen. Allerdings hatte ich den Dream Eater schon gemacht. So, ich gehe nochmal zurück. Jetzt ist Sternrang. Kann ich noch auf Level 45 erhöhen? Das wäre ganz gut. So, sehr gut. So, was machen wir als nächstes? Also HP wird ja von sich aus erhöht. Der Pegasmart ist so ein bisschen mehr Richtung Magie. Also sollte ich irgendwas mit Magie nehmen. Mal sehen, was haben wir gerade mal hier verfügbar. Lichtresistenz verbessert. Der ist schon relativ lichtresistent. Also sollte ich vielleicht irgendwas nehmen Richtung Dunkelheitsresistenz. Mal sehen, was haben wir denn da? Abwehrwert um 1, Freundschaftsstufe um 1. Das wäre, glaube ich, eine ganz gute Idee. Freundschaftsstufe. Wasserresistenz. Wasserresistenz, Lichtresistenz. Die Goofy-Trombe will ich jetzt nicht weggeben. Ich denke, ich nehme Medica, damit ich dann die Freundschaftsstufe verbessere. Die HP wird ja noch erhöht und dann noch der Magiewert. Ich finde, das passt eigentlich ganz gut. Ist jetzt so schade, dass ihr die Truhe nicht sehen könnt. Die heißt das... Truhe sei schon die Trophäe. Die heißt übrigens das goldene Ei. So, und hier haben wir unseren Pegasmart. Ich habe mir auch schon einen Namen dafür überlegt. Ich habe schon das gesamte Team, die Teams benannt. Sora und Rico haben leicht unterschiedliche Teams. Ich glaube, Sora hat einen anders als Rico. Ja. Sora hat einen anders als Rico und das ist dieser Pegasus. Ich will aber auch noch versuchen, wenn ich es hinkriege und die entsprechenden Zutaten zusammenbekomme, also Materialien, dass ich vielleicht noch den Pseudoneko baue. So, und der Name für den Pegasus ist ja Nara. Als langjährige Abonnentin hatte ich mir jetzt mal die Freiheit genommen, dich hier mal zu verewigen. Das war auch von Anfang an der Plan, dass sie einer der letzten Dream Eater wird. Sehr gut, das heißt, wir haben die jetzt im Team. Ich habe übrigens zwischen dem letzten Part und diesem auch ein kleines bisschen, weil ich halt auch für die Materialien viel so gefarmt habe, auch Fertigkeitsbretter voll. Okay, jetzt bei... Entschuldigung.
Habe ich hier auch bei Daisuke Nojo noch ein kleines bisschen was fertig gemacht. Blitzy ist tatsächlich sogar fertig. Ich habe extra die Spirit Boards im Internet nochmal gecheckt, ob die soweit richtig gemacht sind. So, und jetzt ändern wir die Gruppe und Koike fliegt jetzt erstmal raus, weil Koike ist schon, wie ihr sehen könnt, bald Level 70. Das ist ein bisschen hoch. Deswegen, ich nehme jetzt erst einmal Yanara mit. Stimmung ist Typhoon, Freundschaftsstufe ist relativ gut. Ich werde noch keine Minispiele mit dir spielen. Das bringt jetzt noch nichts. Das machen wir mit der Zeit. So, und jetzt haben wir hier erstmal... Oh! Ach, das war eine Fake-Kiste! Oh, Schiete. Weil ich habe geguckt und dann dachte ich mir so... Moment mal, die steht gar nicht drauf. Und ja... Weil ich suche die Kisten ja noch. Ich dachte, das wäre tatsächlich die... Oh, verdammt, dann habe ich mich verlesen. Ich habe ja die Liste hier direkt neben mir liegen, direkt unter meinem Mikrofon. Ich habe mir die extra ausgedruckt. Eigentlich Papierverschwendung, aber brauche ich einfach der Übersicht halber. So, wir müssen jetzt... wir sind ja hier in Traverse West, da fehlt uns eine Truhe. In Traverse fehlen uns sowieso nur zwei Truhen. Aber da muss ich zum Gebäude mit dem lilanen Dach. Und irgendwo hier soll eine Kiste sein. Also ich weiß jetzt nicht, ob das hier wirklich als lila gilt und... Ach. Ernsthaft? Das ist... Wie konnte ich die übersehen? Das ist jetzt meine ganze ernsthafte... Ich muss blind gewesen sein an dem Tag, als ich hier war. So. So, das war die Konfetti-Bonbon-Truhe. Moment, die muss ich gerade in der Liste raussuchen. Und abgehakt. So, das nächste, was wir jetzt dürfen, ist... Nee, Moment. Ah, ich habe die falsche abgehakt. Schiete, das war die in Traverse Ost. Das war eine Eistraumtüte. Ja, das heißt, jetzt als nächstes müssen wir nach Traverse Ost. Das machen wir jetzt auch on camera. Ich werde aber vielleicht, wenn ich zu viel suchen muss, auch zwischendurch ein paar kleine Cuts machen. Ich denke aber, dass das nicht notwendig wird. So, Traverse Ost, 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 das ist doch... Ah, jetzt kann ich natürlich nicht auf die Karte zugreifen. Oder? Jetzt kann ich doch. Gut. Genau, hier muss ich lang. Ich weiche mal... Obwohl, nee, ich hau die Dream Eater jetzt mal, damit Yanara Punkte kriegt. Ich überlege aber noch wegen der Farbgebung bei den Dream Eatern. Da habe ich mich noch nicht festgelegt. Das werdet ihr aber dann nicht mehr mitbestimmen können, bis ich dann da soweit bin. Das muss ich selber entscheiden, weil ich jetzt momentan aufgrund dessen, dass halt der Release von Kingdom Hearts 3 naht, ein bisschen sehr viel vordrehen muss. Und deswegen werde ich dann gucken, wie ich das Ganze dann... selber aufbaue. So, hier war nichts. Hier ist ja der Brunnenplatz. Hier hatte ich sogar tatsächlich alle Truhen. Und dann gehen wir hier in die Seitengassen und von da aus sollten wir eigentlich bald da sein. Theoretisch hätte ich auch einfach nur einen anderen Speicherpunkt auswählen müssen und von da aus reingehen können. Zum Beispiel Traverse Mitte oder sowas. Aber das wollte ich nicht. Das wollte ich bewusst nicht. Einfach damit ich noch so ein kleines bisschen auch die Level noch hochkriege. Ich meine, es geht jetzt Richtung Finale, es geht Richtung Endgame. Es gibt demnächst, so viel kann ich schon mal vorwegnehmen, denke ich, das ist jetzt nur in dem Fall ein Minor-Spoiler, wenn ich das jetzt nicht zu genau formuliere. Es gibt demnächst einen großen Lore-Dump. Nicht nur einen. Und die sind auch ein bisschen what the fuck und das möchte ich aber in eigenen Parts haben. Und deswegen wollte ich dann vorher schon mal so ein bisschen was davon rausnehmen, um das Ganze zu entschärfen vorher und ein bisschen Spannung aufzubauen. Man kennt das ja. Und außerdem müssen wir die Truhen sowieso irgendwann mal machen. Von daher ist es egal, wann wir es tun. So. Aber ich frage mich immer noch, wie ich die Truhe übersehen konnte. Manchmal sieht man halt wirklich den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich muss aber auch dazu sagen, nur damit ihr da Bescheid wisst, ein kleines bisschen habe ich mir die Freiheit genommen, zwischen den Parts auch schon mal ein paar
sehr obvious, Truhen einzusammeln. Ich habe aber in Traverse nicht gesucht und in im Paradies der bösen Buben nicht, weil in Traverse waren es einfach nicht so viele. Das hat sich nicht gelohnt. Es waren nur zwei. So, dann gehen wir mal nach hier. Hier drunter durch. So, ich muss mich hier gerade wieder ein bisschen zurechtfinden. Ich war lange nicht mehr hier. Und Dream Drop Distance kann manchmal ein kleines bisschen verwirrend sein, was das angeht. So. Ich hoffe ja, dass ich Yanara bald ein paar Skills beibringen kann. So. Guck mal hier, einmal Zeitsturm. Einmal Sinistra Hieb. Und Sinistra Folger. Und ich finde auch sehr gut, dass wir endlich den Kernabock-Kampf fertig haben. Weil das war mir auch wichtig, dass wir den abgeschlossen haben. So. Schön, eine wundersame Laune. Die Sturzpunkte bringen uns nichts. Wir sind am Maximum. So. Genau, da vorne war, glaube ich, noch ein Link-Portal. Na, schleudern wir mal. Ich hätte mir zwar eher gewünscht, dass ich den Quelefanten schleudern kann, aber gut. Ja. So, einmal die Koch-Kairus aufeinander schleudern. Und fertig. Ach, der Quelefant ist ja Daisuke Nojo. Ups. Ich bin auch mal wieder eine richtige... Wieso gehe ich jetzt zurück? Mein Orientierungssinn ist heute nicht vorhanden, wie es scheint. Und dabei habe ich extra was zur Konzentration getrunken. Konzentrationstee. Ja, kein Witz. Es gibt für sowas Tee. Aber der schmeckt lecker, da ist grüner Tee mit drin. Ich trinke den sehr, sehr gerne. So. Ach ja, wir konnten da ja nicht direkt hin. Heißt, wir dürfen gleich den ganzen Umweg machen und... Woohoo! Schöner, freier Fluss-Action. Na, ich will nichts schleudern, aber kann ich jetzt schon mal... Nee, kann ich noch nicht. Au! Hörst du wohl auf? So. Komm her. So, sehr schön. Den haben wir erledigt. Den haben wir erledigt. Au! Hörst du wohl auf? Alles okay? Wieso ist unser Pegasus so weit da hinten? Egal. Ich stelle keine Fragen, Yanara. Du wolltest wahrscheinlich an dem Punkt, wo Sora gelandet ist. Damals in Kingdom Hearts 1. Und in... Recoded. Mehr oder weniger. So, Traverse Nord. Wir sind also gleich da. Ich hoffe, ich finde die Kiste. Ich wette, das ist wieder irgend so eine obvious Kiste, die... Ja, Moment. So, das waren die Konfetti-Bonbons im Nordwesten auf einem erhöhten Bereich. Nordwesten, erhöhter Bereich. Hm. Wo könnte das sein? Also hier kann es nicht sein. Hier kann es auch nicht sein. Erhöhter Bereich Nordwesten. Das könnte vielleicht einer der Balkons sein. Ich gucke da gleich nochmal. Erstmal die Dream Eater. So. So, du bist jetzt auch erledigt. Sehr schön. Ah, da ist sie. Super.
Und damit haben wir die Eistraumtüte gefunden, die ich schon abgehakt habe aus Versehen. Wo ist denn noch ein... Leute, wo ist noch der Dream Eater? Da war gar keiner mehr. So, dann gehen wir mal in die Schätze. Und Traverse ist hiermit abgeschlossen. Super. Dann würde ich sagen, schneide ich jetzt einmal kurz. Und wir sehen uns dann gleich in der La Cité de Cloche wieder. Wo wir dann weitermachen mit den Truhen. Ich gehe dann auch schon gleich zu der ersten Truhe, die dann auf der Liste steht. Und wir machen super Fortschritte. In diesem Sinne, bis gleich. Da sind wir wieder, jetzt in der La Cité de Cloche. Jetzt sind wir hier auch schon bei einer der Truhen. Das müsste, glaube ich, Truhe Nummer 7 sein auf der Liste. Ich habe meine Liste übrigens von Shaded Hearts genommen. So habe ich eigentlich in letzter Zeit, beziehungsweise in meinen anderen Let's Plays von Kingdom Hearts, meistens die Truhen rausgesucht. Ich hoffe, die Liste ist vollständig. Wenn nicht, dann werde ich mir nochmal einen anderen Guide oder so mit zur Rate ziehen. Einfach nur zur Unterstützung suchen tue ich die größtenteils aber noch selbst. Nur damit ich es ungefähr habe. Ja, das ist tatsächlich die 7. Truhe auf meiner Liste. Dann machen wir hier einen Haken. Die kann man aber auch leicht übersehen. Die ist wirklich in so einer richtig versteckten Wandnische. Wir gucken jetzt nochmal hier hinter. Hier vergesse ich auch öfter mal was. Ja, hier ist auch eine. Super. Zügellose Einbildung. Gucken wir gleich mal. Ja, das ist sogar die nächste auf unserer Liste. Das schon? Ja, das war es sogar im Kirchenschiff. Das heißt, das nächste, was wir machen müssten, wäre im Glockenturm. Aber der ist ja hier direkt verbunden. Die waren aber sehr leicht zu finden. Es kann sogar sein, dass ich die vielleicht mal in einem Part gefunden habe oder so, aber neu spielen musste, weil ich vergessen habe zu speichern oder sowas. Und deswegen, ja, kann es sein, dass ihr die jetzt auch teilweise was doppelt seht. Kann immer mal vorkommen. So, wir sehen hier außerdem einen alten Bekannten, den wir auch schon gesehen haben in der Simsalabim-Symphonie. Und er möchte wieder eine Herausforderung haben und kannst du haben. Komm her. Und er hat immer noch wenig HP. Und beschwört sich jetzt immer mehr Frösche dazu. Und Wellenreiter. Legen wir los. Gleich haben wir ihn. Wo ist er jetzt? Wo ist er? Wo ist er? Da ist noch ein Frosch. Sehr gut, wir haben es geschafft und wir haben den HP-Höchstwert erhöht und neue Sturzboni freigeschaltet. Yay! Das haben wir super hingekriegt. Und wir haben das Prinz-Kairo-Rezept freigeschaltet. Auch nochmal schön, das nebenbei hinzukriegen. Vielleicht bastle ich mir nebenbei ein. Weiß ich noch nicht. So, dann hier nochmal einen Saugsturz. Hier auch nochmal was... Da noch was. Ich mache das hier auch nebenbei jetzt nicht nur um... Achso, ich habe übrigens zwischen den zwei Aufnahmen jetzt gerade auch noch zwischendurch ein paar Dream Eater erledigt. Ich mache das aber hauptsächlich, um halt wirklich noch die neuen Dream Eater, die ich jetzt so nach und nach fürs Finale mache, dann auch wirklich nachzuleveln. Dass die auf gleicher Höhe sind mit dem Rest. Vielleicht wird es auch noch darauf hinauslaufen, dass ich vielleicht nicht nur die Dream Eater mache, sondern auch, also die finalen Dream Eater, sondern auch die Dream Eater mache, die, einfach so ein paar bastle noch, die dann vielleicht nicht so eine hohen Ränge haben, um dann noch ein paar Abilities zu bekommen. So, jetzt sind wir hier im Glockenturm und da haben wir, ich muss mal nachrechnen, 6 Truhen wohl vergessen? Waren wir hier gar nicht drin oder habe ich die nicht... Ich bin mir doch relativ sicher, dass ich hier nach Truhen gesucht habe. Also es kann wie gesagt sein, dass ich mal zwischendurch was doppelt machen musste. Das kann immer vorkommen. So. Ich sammle die jetzt auch mal alle ein, ohne
groß jetzt drauf zu achten, wo welche hinkommt. Ich kann die ja immer noch offscreen dann nachgucken, bevor ich dann auf dem Weg in die nächste Welt bin. Das ist ja alles kein Problem. Wichtig ist bloß, dass die Liste voll ist, wenn wir fertig sind. So, ups, da bin ich rausgegangen. Kann auch vorkommen. So. Also, zwei haben wir schon mal gefunden. Eine davon war ein Wecker. Das ist auch schon mal wichtig. So, hier ist ja das, wo Quasimodo lebt. Dann... Oh, da ist Genojo. Lass mir... Lass mir Platz. Ich will da rauf. Foh. Ich glaube, ich wechsle dich gleich aus. Du bist ein bisschen zu groß. Nicht böse gemeint. Es ist nicht gerade förderlich, wenn der Elefant die Dinger blockiert, ne? Na. Wo kann ich als nächstes? Wahrscheinlich irgendwo da oben oder so. Na. Da ist sie. Da ist eine Truhe. Ah! Ich hatte sie fast. Verdammt! Wenn es wieder am freien Fluss scheitert. Menno! So. Es muss doch auch einen leichteren Weg da hochgeben. Ich meine, es ist ja nur dahin. So, wie kann ich das am besten anfangen? Moment, da oben habe ich auch noch was gesehen. Ja, da ist auch eine. Sehr schön, dann haben wir die. Nicht runterschubsen, Yanara. So. Ja, und da oben ist die nächste. Aber wie komme ich da jetzt noch ein gutes Stück höher? Das ist die Frage. Obwohl, hat sich erledigt. Sehr schön. Liebliche Einbildung. So. Vielleicht sollte ich die doch nochmal schnell abhaken. Ja, die liebliche Einbildung habe ich. Muss ich gleich nochmal durchgehen. So. Die werden wahrscheinlich alle noch weiter höher sein. Ich muss auch nebenbei achten, dass ich nicht stürze. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Wollte das eigentlich irgendwie zum Klettern benutzen, aber es hat wohl nicht so ganz geklappt, wie ich wollte. Wo kann ich noch hin und nach einer Kiste gucken? Hier zum Beispiel. So. Ist hier irgendwas? Nein. Da geht's nach hier und nach hier. Ah, der Glockenturm ist so ein kleines bisschen verwirrend. Hier kann man sich sehr leicht Probleme machen. So. Einmal nach hier. Ist hier noch irgendwas, das weiter hochführt? Irgendwelche Plattformen, die ich nicht sehen kann. Ich komme nicht höher. Komme von hier auch nicht rein. Dann gehe ich mal hier wieder raus. Moment mal, oder was? Hier sind ja nur die Glocken. Ist vielleicht unter den Glocken eine. Das kann sein. Obwohl, nee, kann nicht sein. Okay. Weil dann wird es ja hier sein. Ist hier vielleicht noch irgendwas in Quasimodos Bett? Nein.
Hier in der Ecke? Nein. Da war ich jetzt schon 12 Mal. Aber ich gehe es zur Sicherheit einfach nochmal ab. Man weiß ja nie. Es kann immer sein, dass ich irgendwo was übersehe. Das will ich gar nicht ausschließen. Gott, bei den ganzen Walljumps komme ich mir ja fast schon vor, als wenn ich Mario spiele. So, nee, das ist komplett abgeschottet. Da komme ich nicht hin. Nee, es sieht tatsächlich so aus, als wenn wir hier fertig wären. So, das nächste, wo wir dann hin müssten, wäre die Brücke. Da sollen wohl noch 1 oder 2 fehlen. Mal sehen, ob ich die jetzt von alleine finde. Ich gehe jetzt auch extra zur Windmühle. Dann muss ich nämlich nur durch den kleinen Stadtteil da laufen. Und dann bin ich ja schon an der Brücke. So. Ey! Was soll das? Hat dir einer gesagt, dass du mich verletzen darfst? Nein, hat er nicht. Habe ich nicht. So, Zeit für ein Donnerwetter. Jetzt muss ich meinen Wachtort sprechen. Ach, und jetzt verzieht ihr euch. Feiglinge. Na gut, dann sind wir jetzt am Stadtrand. Das Donnerwetter hat sich jetzt auch aufgelöst. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Na gut. Dann gehen wir mal nach da vorne hin. Ich wollte eigentlich versuchen, hier schnell durch das Gebiet zu kommen. Genau das. Na! So, was für ein Linkportal war das jetzt? Ach, das ist nur Geister ausleihen. Das brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ich meine, die Geister, die ich habe, sind ja alle ziemlich gut. Und ich habe ja noch Blitze in der Hinterhand. So, und hier sollen irgendwo 2 Kisten sein. Eine soll von einem grünen Zelt sein. Dann gucken wir mal, ob ich die jetzt von alleine finde. Yay, eine verstörende Laune. So. Also, hier ist keine. Okay. Dann gucke ich mal hier. Nein. Hier, das ist ja auch ein grünes Zelt. Gibt es da irgendwo eine Plattform? Nein. Ich mag sowas, so systematisch zu gucken, wo noch was ist und wirklich nochmal die Welten ganz genau unter die Lupe zu nehmen. Sowas ist auch immer ganz schön. Deswegen habe ich es auch hier in jedem Let's Play von mir, was Kingdom Hearts angeht, so gemacht. Ich mag es auch wirklich, Sachen so viel wie möglich vom Spiel selbst zu zeigen. Das ist mir wichtig. So. Ich habe bislang alle grünen Zelte überprüft, aber ich habe noch nichts ge... Ach, da in dieser kleinen... Alter, die ist ja richtig böse versteckt. Darauf muss man erstmal kommen. Kudos an die Entwickler, dass sie das gemacht haben. Das ist sehr gut versteckt, finde ich. Sehr, sehr gut versteckt. Aber eigentlich sollte hier noch eine sein. Ich gucke nur ganz kurz, wo. Auf dem hinteren, nördlichen Teil der Brücke... Hinter einer umgekippten Kutsche. Na, dann gucken wir da doch nochmal. Ich habe nämlich gerade auf meine Liste geschaut. Gucken wir mal hier, wo
eine umgekippte Kutsche ist. Hier ist nichts. Da ist nichts. Ist die vielleicht direkt hier hinter? Nein, dann ist es noch nicht die Kutsche. Hier ist ja auch noch eine Kutsche. Das heißt, da wird eine sein. Wahrscheinlich. Hä, aber die habe ich doch schon. Hm? Bin ich jetzt komplett durch den Wind? Hm. Ich gucke jetzt mal ganz kurz. Ah, ich kann ja jetzt gerade nicht ins Menü gucken. Jetzt kann ich. Sehr gut. Ich gucke nochmal in die Berichte. Was sagen denn jetzt die Schätze? 171 von... Ja, es fehlen immer noch zwei, aber... Das sind dann nur noch die zwei am Glockenturm. Dann habe ich wohl eine vergessen abzuhaken. Okay, wie machen wir das jetzt am besten? Die finde ich ja jetzt nicht so wirklich. Oder habe ich nicht so wirklich gefunden. Und das ist jetzt auch schon wieder ein längerer Abschnitt. Ich würde jetzt Folgendes sagen. Ich werde diese zwei Truhen offscreen suchen. Und wir machen im nächsten Part weiter mit, ich würde sagen, wir gehen jetzt allererstes ins Paradies der bösen Buben, sprich Monstro. Und danach wahrscheinlich noch in die Grid. In diesem Sinne, bis zum nächsten Part, Leute. Bye, bye.